Hallo Leute, willkommen zurück zum DEL Team Check für die neue Saison, 2018-2019. Und wir gucken uns einmal alle Teams an im neuen Check, den neuen Kader. Wir gucken einmal, was letztes Jahr passiert ist, gucken uns die drei besten Spieler an der letzten Saison. Dann gucken wir einmal drauf, was sich verändert hat, welche Spieler neu gekommen sind. Bestimmte Spieler gucken wir uns genauer auch an im Fokus und dann gucken wir einmal, oder ich gebe meine Prognose ab, was ich denke, wo dieses Team in der nächsten Saison landen könnte. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt. Und wir gucken auch noch auf die Vorbereitungsspiele, was bisher passiert ist, was noch passieren wird. Und dann geht es am 14.09. endlich wieder los mit Eishockey. Okay, so, und diesmal los geht's. Reihe sind die Augsburger Panther und wir gucken uns mal an, was letztes Jahr passiert ist. Und man muss da echt sagen, davor die Saison war auf jeden Fall erfolgreicher als die 2017-2018 Saison. Augsburg ist dieses Jahr oder diese Saison nur 12. geworden und ein Torverhältnis knapp im Minus mit minus 7. Und wir gucken mal kurz. 21 Siege stehen 31 Niederlagen gegenüber. Das haben die Augsburger sich bestimmt auch anders vorgestellt. Gucken mal kurz auf die Top-Performer. Da haben wir Trevor Parks und Drew LeBlanc. Hier die drei besten Spieler. Drew LeBlanc, Matt White und Trevor Parks. Ja, Trevor Parks mit 22 Toren wechselt jetzt nach München. Drew LeBlanc, der Center, wird auf jeden Fall bleiben. Das ist schon mal ganz wichtig für Augsburg. Und dann gucken wir noch einmal, wie der Kader jetzt aussieht. Und hier sehen wir, dass auch ein paar neue Spieler geholt wurden. Sehr interessant zum Beispiel, Christoph Ullmann ist von Mannheim gewechselt. Ist zwar schon 35, hat aber letztes Jahr noch super gespielt, meiner Meinung nach. Und der kann auf jeden Fall eine Bereicherung sein für Augsburg. Außerdem haben wir, die habe ich auch mal kurz oben nochmal einzeln aufgerufen, drei neue Kanadier, Matt Fraser, Zahir Gill und Adam Pale. Und wir gucken uns mal die Leute nach und nach an. Zahir Gill, also alle eigentlich ziemlich beeindruckend, ziemlich jung, groß, kräftig einigermaßen und 18 Tore in der American Hockey League, also der kann auf jeden Fall in der DEL auch einschlagen. Okay, gucken wir mal weiter. Adam Pale hatte vorletztes Jahr auch 16 Tore in der American Hockey League, ist auch Mitte, Ende 20 und hat nochmal ein bisschen mehr Kraft als der andere Kollege, also wird auch definitiv in der DEL einschlagen können. Ist natürlich die Frage, ob er es abrufen kann, aber ich denke schon. Und zu guter Letzt haben wir hier nochmal noch einen Kanadier, hat zuletzt in Österreich gespielt. Und hier sehen wir 27 Tore. Ich meine, die EBEL ist so ein bisschen schwächer angesehen als die DEL, aber trotzdem, 27 Tore muss man erstmal schaffen. Und da sieht man, dass in der Offensive einiges an Power dazugekommen ist. In der Defensive bleibt Scott Valentine, was auf jeden Fall auch eine gute Nachricht ist. Brady Lamb bleibt, das ist auch gut, der Hase. Und wir gucken mal kurz auf die Testspiele, die bisher waren und die noch kommen werden. Und bisher hatte Augsburg in diesem kleinen Turnier eindeutig überzeugt. Rosen besiegt, EV Zug besiegt und wirklich Top-Ergebnisse. Es kommen noch Spiele gegen die Kratzner die Niners am Freitag, den 24. gegen die Kassel Huskies am 26.8. in Ingolstadt am 31.8. Okay, was genau das jetzt bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Hockey Day. Vielleicht für die Fans irgendeine Veranstaltung. Am 2. September in Straubing und am 7.9. gegen die Black Wings Linz aus Österreich. Okay, am 14. startet dann die Saison und wir gucken mal. Ich schätze mal, Augsburg könnte die 10, vielleicht sogar etwas mehr dieses Jahr erreichen. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr denkt und dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!